Was geht, Leute? Hier ist wieder IG. Kevin G. Von der Doppelspresse. Und wir bereden heute das Thema Energie. Energie. Und wollen natürlich heute ein bisschen über die Themen Energie reden. Ja. Genau. Genau, Kisha. Warum ist Energie so gut? Warum Energie so gut ist? Die gibt dir eine Power. Eine Power. Zum Beispiel, wenn du jetzt 2 Tage trocken fastest, danach was trinkst, hast du eine Energie. Ja. Meine Energie! Ich regenerierst und dann wieder aufstehst. Das ist eine Energie. Wenn du dann draußen Sport machst und dich bewegst, was tankst du auf von der Sonne? Sonnenenergie. Meine Energie! Energie geladen. Und warum? Okay. Die ganze Zeit arbeiten ohne eine Pause zu machen. Ohne eine Pause zu einnehmen. Und warum? Ich merke immer, die anderen Leute wollen immer eine Pause einlegen. Wenn die in der Stadt einkaufen gehen, die alten Leute. Mhm. Aber auch die jungen Leute. Die gehen zum Café, setzen sich hin. Ja, ich brauche jetzt eine Pause. Mhm. Was? Was brauchen die? Eine Kaffee? Kaffeepause. Kaffeepause, aber das ist für die, ne? Ja. Sozusagen, die wollen sich Energie laden, aber... Energie auftanken, aber die falsche... Die entladen sich. Die entladen sich eigentlich dadurch. Ja, das ist halt die falsche Technik. Ja. Darum sage ich dir, eigentlich müsste jede Person fasten, damit die kontinuierlich arbeitet. Ja. Wenn du eine Pause dir einlegst, wenn du wirklich kaputt bist, wenn ich das auch manchmal merke, dann aber nicht mit einer Sache irgendwo in der Öffentlichkeit, sondern in Ruhe sich abschotten, ja? In einem geschlossenen Raum einfach mal dunkel sein und mal für 20 Minuten meditieren. Ja? Oder irgendwo auf dem Feld oder im Wald ganz alleine, ohne eine Menschenseele, einfach mal abschalten, damit du wieder Energie tankst. Meine Energie! Und das verstehen halt die Leute heute von nicht so, weil... Das Problem, sie meinen immer, ja, man muss ja unter Menschen sein, ja. Ja, klar kann man ja unter Menschen sein. Wenn man mit Gleichgesinnten sich kommuniziert, dann leitet man auch eine Energie auf. Ich brauche auch eine gute Energie auf. Ja, aber wenn man mit Ungleichgesinnten passiert was, das Magnet zieht sich nicht an, sondern auseinander. Ja. Und wenn die immer näher kommen, kommen immer mehr und mehr Komplikationen, ja. Wenn die aber sich immer weiter und weiter entfernen, die Ungleichgesinnten, dann lösen sich die Probleme. Ja. Wenn aber sich Gleich- und Gleichgesinnte, so wie bei uns, berühren, dann macht es Energie. Energie! Ja. Deswegen habe ich auch so eine Connection zu meinem Bruder. Und darum spüren wir auch diese Energien. Ja? Wenn wir uns umarmen oder uns bei Projekten unterstützen oder bei, sag ich mal, Rezepten, Kreationen, die wir kreieren oder beim Sport, ja, oder je nachdem, bei allen Lebenssituationen fördern wir immer unsere Energie, ja. Meine Energie! Das Energiemanagement ist auch sehr, sehr wichtig einzuhalten, dass man sich morgens eine Priorität setzt, morgen früh aufstehen und sofort erstmal ein Ritual begeht. Das heißt, dass man ein Energieritual begeht. Das heißt, dass man beispielsweise meditiert an jeden Tag an dieser Position. Ja. Es kann sich auch mal nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder ändern, der Platz. Aber du sollst erstmal die Energie, die Qi-Energie dort an diesem Platz sammeln. Ja. Damit dein Körper diese Energie schon gleich am Morgen hat und weiter aufbauen kann über den Tage. Ja. Dann irgendwann... Vielleicht kommt dann irgendwann kurz der Down. Dann brauchst du aber auch eine kurze Pause, ja? Ist sehr, sehr wichtig, gell? Und da kannst du halt auch deine Energien sammeln, ja? Ja, aber die richtige Energie sammelst du dann da. Ja, das meine ich ja. Und dann auch noch ein wichtiges Thema ist das Zeitmanagement. Ja. Energie und Zeitmanagement sollte man immer unterscheiden. Weil die Zeit verschwindet. Aber du hast Energie gewonnen. Energie! Die Zeit geht verloren, aber du hast Energie aufgetankt. Dann sehe nicht die Zeit als dein Energieverschwender. Ja. Ja. Die Zeit ist kein
du musst die Zeit nicht als, sag ich mal, Energieverschwender ansehen, sondern die Zeit als Gewinn ansehen. Ja? Ja. Egal, wie es auch lange dauert jetzt, die Zeit. Ja? Gut, die Zeit ist vielleicht dahin weg, ja, aber du hast in dieser Zeit diese Energie aufgeladen. Ja? Du hast wieder was Neues gelernt. Ja. Deswegen sei glücklich, dass du die Zeit hast für alle Sachen in deinem Leben. Ja? Ja? Sei da glücklich. Du hast nur das eine Leben. Ja. Zeit? Sei glücklich, dass du diese Zeit gerade lebst, was du gerade alles ausführst. Mhm. Ob zu Hause, ob draußen, ob bei der Arbeit, egal wo. Genieß es. Mhm. Als wäre es dein letzter Tag. Als wäre es dein letzter Tag, ja. Weil die Energien können sich immer ändern, jeden Tag, ja. Ja. Können entweder schwächer werden oder stärker. Ja. Das ist auch reine Kopfsache, ja. Selber, ja, weil für mich spielt eigentlich der Kopf am meisten, ja. Der Kopf entscheidet sehr, sehr viel, ja. Der sammelt auch die meisten Energien auf, ja. Oder die Hände, ja. Sammelt auch, ja. Oder die Biophotonrate sammelt sich am meisten in den Händen und natürlich im Kopf an, ja. Ja. Darum sind wir auch. Warum wir so weise Hände und warum wir so weise Gedanken haben, ja. Das ist halt die Energien, ja. Wenn du schon die Hände dir anschaust, ja. Ist das schon eine Energie, ja? Du spürst auch, wenn du jetzt zum Beispiel das hältst, ja? Bewusst mal hältst, dich mal konzentrierst, wenn du auch mal meditierst, ja? Und einfach mal die Hände hochhältst, ja? Merkst du Energien. Meine ja? Energie! Du spürst diesen magnetischen Fluss. Du merkst die Elektronen, wie die sich gegenseitig anziehen, ja? Wenn man dreht, ja? Merkt man auch. Meine Energie! Und weißt du was? Move. Und dann kommt dieser Move, der Contest-Move, und dann kommt der Bass. Der Bass, ja. Und das ist sozusagen unser Elektronen-Shot-Power-Booster, ja. Deswegen haben wir auch diese Energie. Deswegen sind wir auch immer bei unserem Training so energiegeladen, ja. Ja? Enorme Geschwindigkeit, starke Kraftentfaltung und enorme generierte Power von innen. Dieser Power-Sound, den wir immer haben, diesen Bass. Meine Energie! Wenn du, immer hörst, wenn du mal bei mir persönlich nach Hause kommst oder auch bei meinem Pro, ja, wir wohnen ja zusammen, aber wenn du unseren Bass mal hörst, dann bist du gebufft, ja. In der Kamera hört man den Bass nicht so, weil es ist halt wegen dem Mikro, das ist ein bisschen unpraktikabel, ja, jetzt. Aber wenn du mal zu uns kommst oder wenn du uns mal bei Treffs siehst oder bei Veranstaltungen, dann kannst du mal unsere Bass besser hören. Ja. Das sind alles Energien. Ja. Energien. Unsichtbare Energien. Ja? Ja. Deswegen. Genau, das war unser Thema heute zum Thema Energie. Energiemanagement. Energiemanagement. Und hoffe, hat es euch gefallen wieder. Ja. Genau, klickt wieder hier die Doppelsprosse, abonniert sie und hier seht ihr mal das neueste Video, was immer in meinem Channel läuft. Genau. Euer Ali G. Kevin G. Seid bei der Doppelsprosse. Ciao. Thank you.